Ja, hallo liebe Freunde der analogen Unterhaltung. Wir sind hier auf der BerlinCon 2019. Ich habe die Melanie von Moses hier bei mir sitzen und sie hat sehr schöne niedliche Spiele mitgebracht. Ich sehe hier kleine Füchse, ich sehe Totenschädel, aber die guten vom Fest der Toten nehme ich an. Genau. Nicht die vom Giftzeichen. Aber ich denke mal, wir werden bestimmt hiermit starten, was diese kleinen Füchse auf der Schachtel auf sich haben. Genau, also das ist einmal das Phrasenfuchs-Spiel. Das ist quasi so ein Ratespaß. Und da ist also Phrasendreschen ausdrücklich erwünscht. Genau, Phrasen und Redewendungen, die sind auf 6 verschiedene Arten verfremdet. Da gibt es halt zum Beispiel mit anderen Worten, dass dann quasi ein Stichwort vorgegeben wird. Also wenn man jetzt zum Beispiel sich aufregen umschreiben will, dass man dann nur das Stichwort Decke gibt. Und dann muss halt der andere auch vor Wut an die Decke gehen kommen, beispielsweise. Okay. Genau, und dann gibt es noch Fuchs, du hast das Wort gestohlen. Da ist dann quasi das Wort durch den Fuchs ersetzt, quasi aus dem Fuchs auftauchen, ist dann halt aus dem Nichts auftauchen. Ah, ja, cool. Genau, und dann gibt es noch die Kategorie 2 Wörter für ein Halleluja. Da kriegt man 2 Wörter vorgegeben. Genau, zum Beispiel Geld liegt und muss dann halt darauf kommen, das Geld liegt auf der Straße. Genau, das wären die ersten 3. Dann gibt es noch ganz fancy, in ganz tollem Englisch übersetzt, Mr. Foxys Sprachschule. Da ist dann zum Beispiel to have shot all one's powder. Ah, die typisch, the yellow from the egg. Ja, genau so, genau so. Genau, und dann ist dann halt so semi-gut Englisch. Das, genau, sind dann halt die Phrasen. Das fetzt ja total. Genau. Genau, und genau, dann haben wir noch Malen nach Phrasen. Das ist auch immer ganz schön, dass man zum Beispiel Ziehleine halt auf dem Block nachmalen muss oder die Zelte abbrechen. Genau, alle raten halt bunt durcheinander. Also der Erste, dem es einfällt, der schreit rein. Oder, genau, und dann gibt es halt noch die Zungenbrecher, die sind auch ganz nett. Da muss man sich halt die Wangen so zusammendrücken und dann halt dementsprechend hier etwas vorlesen. Also etwas aufmotzen. So, genau. Das wäre dann etwas aufmotzen. Genau, und je nachdem, wer es halt richtig errät, darf sich halt einen verdeckten Chip nehmen und dann hinterher die Punktzahl auf dem Spielfeld, was ja gleichzeitig die Verpackung ist, gleichzeitig das ja Spielfeld. Sehr cool. Genau, und darf dann sozusagen weitergehen. Genau, und dann je nachdem, auf welcher Farbe man steht mit seiner Figur, ist man dann halt der Fragefuchs. Und wenn du dann halt auf der orangenen Stelle stehst, dann musst du halt aus dieser Kategorie halt eine Frage stellen. Genau. Ich mag das ja total gern, wenn die Schachteln einbezogen werden oder Teil des Spiels sind. Das ist immer, sind nicht immer ganz so nutzlos. Ja, stimmt. Nee, das ist ganz süß, wirklich. Ja. Und ja, genau. Und da kann man sich halt munter austoben. Wir sehen auch schon, es gibt einen großen Stapel an Karten. Genau. Also, genau. Da hat man lange auf jeden Fall was. Genau. Und auch also pro Spielzug ist wirklich, dass man die ganze Karte abarbeitet, dass man halt also alle 3 Fragen oder Phrasen durchgeht dann. Genau. Ja, das klingt auf jeden Fall nach Fuchsspaß. Genau. Und jetzt rate das Wort. Was habe ich gesucht? Genau. Ja. Ja, das wäre dann eigentlich genau alles zum Phrasenfuchs. Ja, du hast hier drüben noch die Calavera. Genau. Wir schieben mal ein kleines bisschen das Ganze hier in die Kamera. Genau, also das ist einmal hier Calavera. Das ist ein Würfelspiel von Klaus-Jürgen Wrede. Und also das ist richtig cool. Man würfelt im Prinzip verschiedene Farben und auch Totenköpfe und Rosen und muss im Prinzip hier in diesem Block seine Reihe vollkriegen und Punkte sammeln, also alle Reihen vollkriegen. Und dann kann man sich halt aussuchen, je nach Würfelergebnis, welche Farbe man sammelt. Oder aber auch die Rosen sind sozusagen Joker, da kann man sich halt eine Farbe für aussuchen. Und die Totenköpfe, die sind aber so ein kleiner Kniff, wenn man davon 3 würfelt in einem Würfeldurchgang, dann hat man keine Punkte, also dann verliert man seine Punkte. Und es ist aber auch so, wenn ich jetzt würfel und es ist ein Totenkopf beispielsweise dabei und die anderen sind genau halt diese verschiedenen Farben, dann könnte ich jetzt mir aussuchen, okay, ich nehme jetzt die Mintfarben und will hier meine Reihe vollkriegen und du würdest dann sozusagen dir was aussuchen können von den übrig gebliebenen Farben. Okay. Und müsstest du auch. Also dann müssen, geht nicht leer aus. Genau, man geht nie leer aus und genau, das ist am Anfang ist es halt wunderbar, weil man halt wirklich so seine Reihen aufstockt, aber irgendwann landet man halt hier in dieser Punktezone,
Da kann man dann, wenn man halt die Rosen entsprechend würfelt, in der Anzahl mindestens, kann man dann seine Punkte einfrieren und sichern. Die sind dann auch nicht mehr verloren. Ah, okay. Und genau, die werden dann halt hinterher für die Gesamtwertung halt mit einbezogen. Aber wenn man die nicht gesichert hat und es geht halt immer weiter und weiter, dann kann das auch sein, dass man hier in diese Todeszone rutscht und dann irgendwie alle seine Punkte einbüßen muss. Ja gut, danach sagt schon, also in der Todeszone genau. Brauche ich nichts. Genau. Ja, und von daher ist es eigentlich, genau, am Anfang, da möchte man halt keine Totenköpfe haben, aber am Ende freut man sich vielleicht mal dann, dass man halt eine Runde leer ausgeht, dass man nicht irgendwie seine Farbe nachziehen muss, weil man da bleiben möchte. Genau, also das ist im Prinzip das, genau, mit diesen verschiedenen Würfeln. Genau, und halt hier diese kleinen Totenschädel, das sind halt die Calaveras, das ist dann halt auch der Name des Spiels. Genau, und... ja, das ist eigentlich so ein Würfelspiel, das immer geht. Und das kam auch bisher sehr, sehr gut an. Ja, das ist auch von der Größe her auf jeden Fall was. Das kann ich leicht einstecken, genau. Mitnehmen unterwegs. Also da sehr schön. Genau. Zwei Spieler. Genau, ja, und das kam jetzt auch bisher immer sehr gut an. Und man kann das halt wirklich immer mal eben zwischendurch so. Also ist schon. Also sind auch beide Spiele schon verfügbar. Ja, genau, genau. Das sind genau dieses Jahr Neuheiten, genau. Mhm. Aber ich sehe da rechts. Du hast noch da was liegen, was genau. Du uns vielleicht zeigen möchtest. Genau, dann würde ich nochmal hier. Genau, also einmal habe ich hier noch das 4,5 Minuten. Das ist ein kooperatives Mau Mau in Echtzeit. Okay. Im Prinzip so ähnlich wie Mau Mau, aber noch mit verschiedenen Special-Karten. Also, dass man halt zum Beispiel zwei ziehen muss oder man macht Richtungswechsel oder man bestimmt jemanden, der dann dran ist und seine Karten ablegen muss. Und das Ziel ist es, in 4,5 Minuten so viele wie möglich der 95 Spielkarten auszuspielen. Und man spielt im Team gegen die Zeit sozusagen. Okay. Und ja, genau. Das heißt, die Karten, die werden verteilt, also bei zwei Spielern hat jeder 5 Karten, bei mehr als 2 Spielern kriegt man 4 Karten und dann hat man im Prinzip den Countdown für 4,5 Minuten und muss dann halt so schnell wie möglich die Karten abspielen. Okay, und der Countdown, da gibt es eine Sanduhr? Nee, da gibt es, also man kann entweder einen einfachen Timer nehmen oder eine Sanduhr nehmen. Wir haben aber auch allerdings auf unserer Website extra so eine Melodie dazu, die dann auch nochmal ein bisschen Hektik reinbringt. Damit es auch ja nicht schwierig wird. Nee, genau. Ja, da kann man sich dann nochmal ein bisschen Stress dann... dazu. Den auch selber machen. Nehmen. Ja, genau. Wenn man sonst schon keinen Stress in 4,5 Minuten hat, aber die Musik macht er doch mal. Genau, ja, nee, da kommt dann auch ein Hinweis zwischendurch, wie viel Zeit noch ist und so. Und dann, genau, also ist man schnell dabei. Und halt hinterher würde man dann halt quasi die Karten, die übrig bleiben, die halt auf dem Stapel liegen, das sind dann halt Minuspunkte. Genau, und genau, wenn man halt irgendwie seine 4 Karten hat und nicht auslegen kann, dann müssen die auch zur Seite geschoben werden und die werden dann halt sogar als doppelte Minuspunkte gezählt. Und genau, also da kann man wirklich in 4,5 Minuten schon... ganz, ganz, ja. Aber ist ganz witzig auch. Okay, und was hast du genau. da noch so liegen? Genau. Als letztes noch? Dann hätte ich noch das Dr. Grips Logikpuzzle. Das ist ein Logikspiel für einen Spieler. Das ist von Rainer Knizia und es sind 80 Aufgaben mit verschiedenen Figuren. Genau, und man muss halt versuchen, diese, also eine Aufgabe quasi mit diesen Bauteilen nachzustellen. Und das ist auch im Prinzip so ein, ja, so ein bisschen um die grauen Zellen zu trainieren und einfach ja, mal zwischendurch. Klingt auf jeden Fall, ja, nach Dr. Grips. Genau. Ja, genau. Und das Ding ist auch, also was ganz cool ist, es ist eine Lösungshilfe dabei. Wenn man irgendwie verzweifelt, weil man denkt, man kommt wirklich nicht weiter, kann man halt sich die Lösungshilfe zu Rate ziehen und kann nur sich einen Hinweis holen und quasi so einen kleinen Tipp sozusagen, dass man doch noch alleine auf die Lösung kommt. Ja, oder halt dann... Ne, Das kenne ich in einer ähnlichen Form, wo man so große Stücken hat, wo man dann auch versuchen muss, diese Silhouette oder Schatten, den es da gibt, nachzuholen. Also auf jeden Fall sehr cool. Ja. Ja. Also da kann man schon mal dran verzweifeln, weil die Teile ja wirklich manchmal nicht so sind, wie man sie gern hätte. Und ja, dann möchte ja. man gern mal kurz so machen, damit sie dann passen. Ja, nee, aber also so im Prinzip sind halt also in verschiedenen Formen die Aufgaben dabei. Also dann kann man sich gut trainieren einfach. Ja, soll den Grips ja anregen. Genau, genau. Ja, also wir haben hier 4 sehr süße Spiele von Moses. Also wer nochmal was für seinen Grips tun will, auch auf der BerlinCon, kann man hier nochmal was dafür tun. Ich danke dir. Ich wünsche dir danke noch ganz auch. Viel Spaß auf der BerlinCon. Dankeschön, und danke, man danke. Sieht sich auf jeden ja, Fall. Ja, auf jeden Fall. Super. Super. Tschüss. Ja, tschüss.